Eine Woche nach dem erneuten Test einer nordkoreanischen Interkontinentalrakete haben Südkorea und die USA ihr bislang größtes gemeinsames Luftmanöver begonnen. An den fünftägigen Übungen Vigilant ACE, wachsames AS, beteiligen sich nach Militärangaben etwa 12.000 Angehörige der US-Streitkräfte sowie 230 Militärflugzeuge, einschließlich F-35 Tarnkappenjets. Getestet werden soll nach Angaben der US-Armee die Einsatzbereitschaft auf der koreanischen Halbinsel. Laut bisher unbestätigten südkoreanischen Medienberichten könnten daran auch US-Langstreckenbomber des Typs B-1B teilnehmen. Das nordkoreanische Komitee für die friedliche Wiedervereinigung des Landes warf den USA und Südkorea vor, Nordkorea komplett zerstören zu wollen. Nordkoreas Außenministerium hatte die US-Regierung beschuldigt, um einen Atomkrieg zu betteln. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un wirft den USA regelmäßig vor, durch ihre Militärmanöver mit Südkorea einen Angriff vorzubereiten, was beide Länder bestreiten. Die Führung in Pyongyang hatte nach eigenen Angaben zuvor erstmals eine Interkontinentalrakete getestet, mit der das gesamte Gebiet der USA erreicht werden kann. Die Ankündigung stieß international auf scharfe Kritik, Deutschland schränkte daraufhin seine diplomatischen Beziehungen zu Nordkorea ein. Der führende republikanische Senator Lindsey Graham forderte, die US-Armee solle zum Militär gehörige Familien aus Südkorea holen, da der Konflikt mit Nordkorea näher rücke.